Bin ich schon live? Hallo, guten Tag. Scheinbar bin ich live. Guten Tag, herzlich willkommen zu Industrie-Kalporama Schrägstrich Polizoknie. Ihr seht, heute sieht es ein bisschen anders aus. Das liegt vor allen Dingen daran, weil ich professionelle Hilfe bekommen habe von einem der absoluten upcoming Twitch-Streamer Stars in Deutschland. Er ist seines Zeichens vielleicht ein bisschen anders als die anderen Twitch-Streamer, schon ein älterer Jahrgang und hat möglicherweise schon ein paar Videospiele gebaut. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Jetzt gerade ist er nicht da, jetzt gerade macht er sich noch einen Tee. So ist das. Genau. Und unser heutiges Thema im Industrie-Skype-Programm wird sein Livestreaming meets Game Development. Weil Andreas Suika, der Mann, der jetzt gerade mit The Long Journey Home, die haben heute ganz frischen Update rausgehauen, sein aktuellstes Spieleprojekt gerade bearbeitet oder bearbeitet hat, der an diversen Siedlerteilen mitgewirkt hat. Er ist aktuell bei Dedelic, er ist Game Developer, Game Producer, Game Designer. Was bist denn du, Andi, nochmal? Bist du schon da? Was? Was genau Nee, bist du ich muss nochmal? noch Tee machen. Du bist Creative Director. Creative Director, du musst auch Tee machen. Ja. Ach, du bist schon live? Ja, ich bin live. Guten Morgen, Andi. Guten Morgen. Ja, ich habe gerade ein Intro gemacht. Ich habe gerade versucht, dich zu erklären, aber es ist viel zu schwierig. Viel zu schwierig. Nein, das ist nicht schwierig. Findest du es nicht Warte mal, schwierig? ich muss ja hier irgendwie dieses Hosting machen. Wie geht das nochmal? Dieses Hosting über Twitch. Ich habe dich angekündigt als den upcoming Ah, super. Twitch-Streamer. Ich weiß noch nicht mal, wie ich ein Hosting mache. Das ist Ne, ich hab bereits den Hintergrund gelobt, den hast du mir gerade einfach mal so rübergeflankt. Den wiederum hat einer eurer Grafikdudes gemacht, ne? genau, der Florian, der hat mir dabei geholfen. Der Florian, schöne Grüße an den Florian. Ja, schön, dass du da bist. Danke für die Zeit, Mann. Das ist super. Ich freue mich. Ja. Ja, ich mich auch. Was haben wir heute vor? Wir wollen einfach nur ein bisschen labern über Gott und die Welt, beziehungsweise über Games und die Welt, ne? Aber wir haben uns einen Fokus rausgepickt, aber eigentlich hast du dir den selber rausgepickt, nämlich Stream und Game Development, so ein bisschen beides auf einmal und deine Person, oder? Ich meine, meine Person. Ja. Ach so, ja. Warte mal, ich mach Sorry, dich. ich bin noch gar nicht so richtig da. Mir war nicht klar, du bist so schnell. Wie, ich bin so schnell. Diese Hier. 11:18 Uhr, Ja. wie bei Rocket Beans, sind immer super pünktlich. Ach so, okay. Aber Ja, ich ich bin mir habe ehrlich gesagt gar eine. nicht sicher, ob das Stream läuft, deswegen bin ich vorsichtshalber Nee, ein der bisschen. läuft. Also für mich läuft der, glaube ich, nicht. Also ich sehe nicht. Du siehst ihn echt nicht? Nee, ich sehe den nicht. Hä? Sind wir drauf? Mir sagt man, dass wir drauf sind. Und was sagt denn der Echt? Chat? Ja. Nada23 schreibt, ja, cooler Typ, bekannt aus dem Gronkh-LP. Ah, ich war das nicht, das war wer anders. Okay, so, ich will jetzt einmal noch kurz mal checken, dass ich dich lauter stelle. Wir nutzen Discord gerade und Nutzerlautstärke. Bam, kannst du mal was sagen, bitte? 1, 2, 3, dies ist ein Test. Dies ist ein Test, alles klar. Gut. Interessant, warum funktioniert das bei mir nicht? Ach, das ist ja lustig. Weil du Ja, hostest, oder siehst du, was? ja, ich hoste aber falsch, ne? Ich hab's voll drauf. So, hier, warte mal, hier, Profi. Genau, dein Twitch-Channel, den sollten sich sowieso viele Leute mal angucken. AndiDev heißt der, also twitch.tv/AndiDev. Liebe Julia, falls du am Start bist, oder Mr. Timo. Während du vor allen Dingen, und du hast ja nicht mehr alle, während du eigentlich in der Crunch-Time von The Long Journey Home warst. Nee, das war danach. Das war Ach danach. so, okay. Also, ganz ehrlich, die Geschichte mit Erik hat mich halt ein bisschen angefixt gehabt. Das war halt ziemlich lustig. Also, wir hatten halt, ich bin dann dahin und wir hatten den Abend zuvor, haben wir die Version fertig gemacht für Long Journey Home. Das heißt, ich war im Arsch. Also wirklich, ich habe irgendwie die Nacht 4 Stunden gepennt und dann hieß es, ja, jetzt geht's zu Erik. Ich so, na gut, gehe ich zu Erik. Bin dann dahin getrottelt und dachte mir, ja gut, das ziehst du jetzt halt durch. Und dachte, das sind so 2, 3 Stunden. Mir war das nicht so ganz bewusst. Und dann sitze ich da und sage, Erik, wie lange machen wir denn eigentlich? Und Erik so, haha, manchmal bis 2, manchmal bis 4. Ich so, was? Ich bin völlig fertig, ja. Und die Endphase von so einer Spieleentwicklung ist ja auch nicht immer nur lustig. Ja? Also schon sehr, sehr anstrengend. Das heißt, ich war auch nicht so richtig gut drauf. Und dieser Abend war aber so saulustig und es hat so Spaß gemacht zusammen, dass ich dann die nächste Woche, als wir dann live gegangen sind mit dem Spiel, gestreamt habe. Und da waren auf einmal ganz schön viele Leute und irgendwie war es lustig. Und dann haben wir die Updates gemacht und die habe ich angefangen zu streamen. Und dann habe ich erst halt das eigene Spiel. Ich habe auch irgendwie mittlerweile 4 Playthroughs durchs eigene Spiel gemacht. Das ist auch irgendwie.
Also das letzte Update zum Beispiel, also jetzt muss ich ganz kurz hier, warte, ich kann kurz hier. Wir bringen heute das neue Update raus, ja, dementsprechend von Long Journey Home Mach haben ich das doch. Update Finde ich gut. einfach vorab gespielt. Erik war ich schon verschrien als dieser PR-Typ, dabei PR habe Nee. ich eigentlich gar nicht so viel am Hut. Nee. Du bist halt Game Dev, ne? Du hast ein Spiel gebaut und das vertrittst du und das findest du geil und willst, dass es Leute sehen. Also ich finde, das ist überhaupt nicht verwerflich. Das machen wir mit Rocket Beans ja eigentlich auch nicht anders. Also von daher, ich find diese Klischees, die sind auch nicht immer so hart zu nehmen alles. Ich glaube, es hat sich auch geändert. Also ich glaube, es hat sich auch tatsächlich viel geändert in der Hinsicht. Ne? Früher war es ja tatsächlich so, dass du halt viele Instanzen brauchtest, um irgendwie, ne, in so ein Magazin zu kommen und so weiter. Heute hast du ja viel direkteren Draht, ja, zu den Leuten. Und das ändert natürlich auch ein bisschen. Ich muss dich mal hier rüberlegen. Ich gucke die ganze Zeit hier rechts rüber, weil da dein Bild ist. Aber du Hast du bist ja etwa mitten am zwei Bild. Monitore oder was? Ja, hallo. Ja, hallo, ja, Twitch-Profi. So, was haben wir heute vor? Ich hab gerade eben schon einen gehört, der langweilig geschrieben hat im Chat. Der soll auch gehen. Es geht ja schnell bei euch. Ja, herzlich willkommen bei den Rocket Beans. Na, das ist Miau is live. Miau is live hat das geschrieben. Aber sonst viele freuen sich. Sind alles Vorschläge, die du reingebracht hast. Das passt auch alles zu dem Thema. Wir wollen mit euch gemeinsam tatsächlich auch ein bisschen spielen. Weil Game Development mit Livestream-Komponenten, das ist etwas, und das hast du selber gesagt, du hast ein bisschen das Gefühl, jetzt wo du die Seite so ein bisschen mitwechselst, ne, von klassisch Game Dev hin zu Public Streaming, das ist ein Thema, was noch gar nicht so richtig auf dem Schirm scheint. Würdest du das nach wie vor vertreten? Ich finde schon, dass es ist halt schon da, es ist halt noch nicht so sichtbar und ich glaube, da geht noch viel mehr. Ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, wie Domina ist ja ein Spiel, was du mit mehreren Spiel, was du mit dem Chat spielen kannst, oder Choice Chamber steht bei mir jetzt ganz groß auf der Liste, was ich als nächstes Mal spielen will. Es gibt ja schon Sachen, wo du quasi Crowd Gaming machst, ja. Genau. Und ich finde das halt schon ein spannendes Thema und ich glaube, das kommt auch immer noch mehr. Total. Also Mixer, wir haben über die E3 ja Mixer ausprobiert. Da haben wir auch übrigens dein Spiel ausprobiert oder euer Spiel ausprobiert. Die nennen das halt auch Crowdplay. Das haben sie jetzt für sich so ge gepachtet, dieses Wort. Und das ist bei Mixer, das ist zumindest ihr offizieller Versuch. Ob sie es technisch wirklich hinkriegen, mal gucken. Sie haben diesen Faster-than-Light-Modus. Das heißt, du hast eine extrem geringe Latenz, unter einer Sekunde, ein paar Millisekunden sind das. Ergo besser für irgendwelche gemeinschaftlichen Zocks, ne? Das sind Sachen, die man ausprobiert und Mixer selber hat auf der E3 auch immer wieder in einigen Spielen eine Präsenz gehabt. Das heißt, es sind schon einige Devs, die bauen Mixer-Features ein. Das finde ich interessant. Wir wollen heute auf jeden Fall Quiplash ausprobieren mit euch. Das ist ein Ding. Können wir machen. Ja, das ist So. ganz lustig. Das hat sich bei mir in der Community so ergeben. Das haben wir gestern Abend auch recht lange gespielt. Ich weiß nicht, ich meine im Chat eben auch schon welche gesehen zu haben. Mario, hallo. Hallo Helen, Mario. hallo. Panda, hallo. Sehr gut. Sind das alles Entwickler oder was? Nee, Finde nee, ich nee. Das sind vielleicht. alles Leute, die, weiß ich nicht, die. So, also alle Leute, die mitspielen wollen, können auf Jackbox TV gehen und diesen Code nehmen. QFUL. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele Leute reinkommen, Andi, dass du noch reinkommst, sonst muss ich es nochmal neu machen. Ich befürchte, dass du hättest mir den vielleicht vorher schreiben sollen Ja, oder warte mal, so. ich muss eh, glaube ich, den Sound nochmal anpassen. Das war nicht so schlau von mir, oder? Ja, weiß ich nicht. Habe ich aber auch schon geschafft. Ja. Also, wir hatten gestern dann auch zwei, wir hatten auch zwei richtige Trolle bei uns in einem Spiel drin, die dann nur so lustige, ich wiederhole das nicht, Okay, alles so klar. lustige Dinge geschrieben haben. Das können, ach, wie könnte Penis, alles drin. Warte mal, bevor Hab ich ich jetzt. schon Ah, gesagt. Alter, okay, vielleicht haben sie es schon wieder gesehen. Jetzt gebe ich dir zuerst den Code. Ich probiere es mal. Also jackbox.tv und dann Willst du mir nicht schreiben? bist du. Ja, ich könnte ihn dir auch schreiben. Das ist vielleicht viel, viel sinnvoller. Warte mal Ich kurz. glaube, das wird sonst nichts. Ihr habt mehr als 8. Also ich habe Deswegen. ja nur 8 Zuschauer, aber ihr habt mehr als 8. Das geht dann schnell. Ja, deswegen kannst du Videospiele bauen, weil du an sowas denkst. So. Mal kurz überblicken. Ja. Zack, ist draußen. Einmal mit Profis, ja. Ja, wir können uns aber Ja. Richtig, ergänzen. Marius.
Ja, ich habe nur euren Chat zitiert. Ich finde, der Marius hat absolut recht. Einmal mit Profis. Das sagen die bei uns im Chat auch immer. Einmal mit Profis, weil ich auch immer alles verkacke. Ja, ich glaube, so, wir passen waiting for players to join. Ich bin alles drin. Klar. Jetzt darfst du gerne füllen. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das soll. Machen wir einfach mal. Bam. Ah, falsches Fenster, Entschuldigung. So, alles klar. Andi ist dabei und wir haben noch 7 freie Slots. Ihr könnt gerne versuchen mitzuspielen, so schnell wie möglich. Achso, warte. Ja, ich tue. Sorry, hier. Yes. Ich muss 2 Chats lesen. Ich habe nur gerade mit meinem Chat geschrieben. Ah, ich okay. Ich habe den schnell den... Das Passwort, oder was? Das Passwort gegeben, weil die können das ja. Ah, bam, da sind sie. Extra players can join the audience. Your votes will influence the game. Also, wir lassen es einfach nochmal ein bisschen offen. Wir haben jetzt einen Delay hier von, was weiß ich, ich glaube, ich habe einen Delay zum Büro von 7 Sekunden und dann je nach Einstellung vielleicht Max oder wenn du Zeit hast, kannst du es mal kurz reinschreiben. Irgendwas zwischen 15 und 30 Sekunden Delay. So je geringer, desto besser. Aber diese Spielart wie Quiplash, wie vielleicht auch Choice Chamber oder andere Spiele, die funktionieren ja im Prinzip nicht, die funktionieren ja eigentlich auf Vote-Basis. Ne? Was ist für dich denn das Besondere jetzt hier dran eigentlich? An dem Spiel? Ja. Also erstens, dass du es halt mit echt vielen spielen kannst, weil die Audience halt mitspielt. Also es sind nicht nur die Leute, die dann da sind, die spielen. Ja. Es ist halt einfach ein super witziger Zeitvertreib, den du gemeinsam machen kannst. Und es geht ja eher ums Quatschen und so. Also es ist jetzt nicht, dass das Spiel so sehr im Vordergrund steht, sondern tatsächlich die Kommunikation, der Scherz im Vordergrund steht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ein Scherz. Aber es verändert vom Game Design spezifischen Aspekt natürlich einiges. Ne? Das bedeutet, man springt gemeinsam rein, aber nur diejenigen, die dann wirklich die Steuerung innehalten, das verändert ja einfach alles. Das ist ein komplett eigenes Genre. Oder würdest du sagen, das ist ein bisschen zu hochgestochen? Ich glaube, dass wir da noch ziemlich in den Anfängen stehen. Ne? Also dieses Format grundsätzlich gibt es zwar jetzt schon eine Zeit lang, dass da jemand streamt und dann ist da ein Chat und so, aber dass das jetzt auch noch miteinander in irgendeiner Weise gibt, ich glaube, das gibt es noch nicht so lange und deswegen gibt es auch noch gar nicht so viele Experimente. Ne? Wovon ich noch weiß, ist Choice Chamber ist ja noch eins, habe ich es aber jetzt auch noch nicht gespielt. iDub auf der Xbox, was super ist über Twitter, Hashbombs, das ist auch schon alt. Ah, okay. Ja. Okay, das kenne ich zum Beispiel nicht. Oder dann gibt es ja Domina, habe ich noch gesehen, was du halt mit dem Chat spielen kannst. Und es gibt ja noch viel mehr, aber es gibt halt noch, also es gibt jetzt noch nicht so die Killer-Apps, wo man sagen würde, boah, ey, das spielt jetzt auf einmal jeder Crowd-Gaming-mäßig. Ja. Aber das wäre doch mal was, oder? Ich meine, du bist doch Games-Entwickler. Komm, wir spielen erstmal eine Quiplash-Runde, dann reden wir später darüber. Ich finde das gut, ich wünsche mir sowas. So, 105 Spieler haben wir gerade mit drin. Jetzt geht's auch los. Okay, cool. 104 Spieler. So, warte, ich zieh das mal hier rüber. Jetzt habe ich zu viele Fenster. Jetzt bin ich gleich ganz verwirrt. Alles klar. Welcome to Quiplash. Population, you guys. Okay, did everyone turn in their permission slips? Ja, Baba Doc, aber Domina ist nicht das, was du jetzt denkst. Nee. Das kann man falsch verstehen. Gibt's aber bestimmt auch. Als Crouch-Spiel. Okay, ich bin gespannt. So, oh Gott, was geht hier direkt los? 110 Leute in der Audience. So, was passiert denn? Im Moment dancen wir nur da rum, ne? Was? Du musst da Texte eingeben, oder? Ich kann gar nichts eingeben. Was? Doch, du musst doch, ach, du musst, glaube ich, musst du dein eigenes Spiel joinen? Das weiß ich jetzt nicht, ich habe selber noch nie ein Spiel gehostet. Ich muss hier gerade Texte eingeben. Du musst nichts machen? Das ist, glaube ich, falsch. Ach, dann streame ich tatsächlich nur, dann bin ich Speck. Dann habe ich, ich spiele gar nicht mit, ich Vollidiot. Ja, egal, dann musst du jetzt... Das ist ja super. So viel dazu, ne? Einmal mit Profis. Ja. Okay, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau passiert jetzt, aber ich finde das schön. Also, wir kriegen, jeder von den Spielern kriegt momentan zwei Fragen, der von den aktiven Spielern kriegt zwei Fragen gestellt, die er komplettieren muss. Also, ich habe jetzt Texte getippt. Das machen die anderen 7 dann quasi, oder wie viel sind wir? Ich weiß gar nicht, mit wie vielen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Die anderen 8 machen das auch. Und
wenn die jetzt damit durch sind, das sieht man ja in dem Bild, springen die da nach oben. Also es gibt noch ein paar Sekunden, wie das läuft. Und danach werden diese Fragen halt präsentiert und die Mitspieler, aber auch die Community votet halt, welche Antwort sie besser findet. Alles und klar. Dann sammelt man Punkte. 3 Sekunden noch. Bin gespannt. So, also der mein Chat sagt übrigens gerade, dass du das hättest selber joinen müssen. Also, ja, ja, hab ich mir auch gedacht. Also wir spielen es jetzt. Das ist eh schnell gespielt. Das kann man, da kann man auch mehr. A secret ability of boobs. Pick your favorite on your device now. Lasers oder be like good pillows. Laser ist doch klar, oder? Ja, aber auf jeden Fall. Das müssen alle jetzt Lasers wählen. Ich möchte nicht. Ich glaube auch. Wie jetzt? So, und jetzt wird... Was? Du darfst das nicht zu früh sagen, ne? Weil du natürlich die anderen sehen, also die hören dich ja... Ja. Ach, nee, Quatsch. Delay. Nee, sie sehen dich. Ja, okay, aber die sehen ja dasselbe, was du sprichst, das heißt, was. Ja. So, und jetzt die Frage halt... Oh, guck mal, es haben gar nicht alle abgestimmt, von denen, die drin sind im Spiel. Ja. Oh, danke Gott auf GTA. Das sind Leute von mir übrigens. So, some. Achso, ich will nicht. Some Squirrels. Oh shit, ich war zu langsam. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, schwierig. Schwierig. Ja. Coming up next. How do you like it? So. Ach, Quack, hallo Quack. So. Aber es voten irgendwie sehr wenig. Also es sind ja mehr Spieler drin als 3. Eigentlich werden jetzt alle 9 Spieler verteilt auf links und rechts. Gut, ich habe jetzt auch gerade verkackt, weil ich nicht geklickt habe. Naja, du musst immer klicken. Pick your favorite on your device now. Ja, also man kann über Smartphone kann man immer noch reingehen. Jackbox.tv. Ach ja, stimmt. Ja, es gibt 3 Runden. Was ist denn hier los, ey? Andi, also so, du scheinst nicht so viele Punkte zu kriegen. Nee, wieso? Das ist ja nicht meine, also du kriegst ja die Punkte für die Antworten, die du selber gegeben hast. Ne? Ja. Also ich hab, das unten drunter steht, Crack hat Blackhawk. Wiederhole ich nicht, und Sonja Yeh hat den anderen angegeben und die kriegen ja die Punkte dann für die Antwort. Das heißt, diese Lesser Known Knight of the Round Table, da habe ich zum Beispiel eine von geschrieben und der andere hat nichts geschrieben. Schade. Dadurch, Wurzel, jetzt weiß ich, was der geschrieben hat. Ah, oh Gott, hier, ja, bei mir im Chat weint gerade einer, der Wurzel ist bei mir aus dem Chat. Der ja, warum weint er denn? Gerade doll, dass er die Verbindung verloren hat. Nein! Ja. So, very un. Ach, shit. Okay, also Alter. Die Kacke ist, ich habe das Fenster zu klein. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Das ist jetzt sehr unkoordiniert. Wir müssen es gleich nochmal machen. Ja, nee, das Spiel, den Spieldings habe ich zu klein. Ich vergesse immer zu drücken. Ich glaube, es geht mehreren so. Guck mal, nur vier Leute haben nur überhaupt gewählt. Das geht auch so schnell, ne? Vielleicht müssen wir das gleich normal spielen. The worst warnings around the medicine you could swallow. Nicht schlucken. So, ich hab gewählt. Warum ist manches auf Deutsch und manches auf Englisch? Weil du die Texte eingegeben hast. Das weißt du natürlich jetzt nicht, weil du nicht mitgemacht hast. Ah. Die jetzt, Texte, die du da siehst. Ja, ah, das okay. Ist, ja, also genau. Texte, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Die Leute eingegeben, die gleich unten drunter stehen. Jetzt hab ich's. Und jetzt, wir voten halt jetzt im zweiten Durchgang dafür. Und derjenige, ne, der Slack zum Beispiel nicht schlucken, kriegt jetzt 4 Leute, hat er für sich gewählt. Der Quack hat, gute Frage jetzt. Wer hat das geschrieben? Ich finde das sehr lustig. Gleich mal wer das geschrieben hat, möchte bitte gleich mal hervortreten. Ja. A very bad joke passt übrigens auch. Ich bin gerade auf so ein schlechte Witze drin. Ja, ey, die sind aber gar nicht so schlecht, ne? Die sind schlecht, aber nicht so schlecht im Schlechtsein. Deine Witze, die kriege ich mit. Ja. Auf Facebook hast du immer raus. Ja, ich habe schon 20 Freunde verloren. Wie jetzt, oder was? Ja, weil die das dann doof fanden. Mir hat sogar einer geschrieben, ich soll mal bitte aufhören, da den Mist zu spammen die ganze Zeit. Alter, Andi, du bist auf Platz 2.
Ich hab's halt drauf. Und von wegen, ich habe ein lachbarer Skill. Hier, was hat zwei Daumen und ist Pro-Gamer? So, Punching, Foul. Ah, jetzt müssen wir wieder tippen, ne? Also jetzt kommt die zweite Runde, jetzt tippen halt alle. Deswegen, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Ja, konzentrier dich doch mal. Ich schalte dich mal, ne, ich schalte dich mal auf Fullscreen beim Tippen. Na, das ist ja toll. So, Ja, das ist gemein. Ich glaube, der Chat, der ist aber auch parteiisch, ne? Bei mir. Natürlich ist er parteiisch. Ja. Das ist klar. Das ist klar. Aber trotzdem, ich mag so ein Spielprinzip. Also Keep Talking, Nobody Explodes haben wir auch noch hier. Und da war vorhin so ein bisschen die Idee, das ist ein sehr lustiges Spiel, das können wir beide vielleicht eine Runde mal für uns spielen. Aber du bist sehr gut in dem Spiel, hast du gesagt, ne? Ich bin absolut super, mein Chat weiß das. Ich habe mit Raubling, das ist eine andere Streamerin, mit der habe ich zusammenhalten jetzt ein paar Sachen gemacht. Wir haben Portal 2 unter anderem gespielt und danach dieses Nobody Explosion. Das war so bockens lustig, weil der eine hat halt das Handbuch und der andere sieht die Bombe. Und dann muss der eine dann halt sagen, was er sieht in der Bombe und der andere muss halt im Handbuch wirres Zeug aussuchen. Ich finde das super. Die große Frage ist, ob wir das mit dem Chat spielen können. Das heißt, der Chat, du darfst nur in den Chat lesen. Ey. Das ist echt Wahnsinn, das ist dir schon aber klar. Aber ist ein bisschen lustig. Das erfordert halt von euch da draußen, lieber Chat, dass ihr auch wirklich mitspielt, ne? Und das ernst nehmt. Also das ist zum Scheitern verurteilt, aber vielleicht auch nicht. Shazabi, nee, man muss das Spiel nicht gekauft haben, also das Quick Clash. Du musst einfach nur auf jackbox.tv gehen und dann den Code eingeben, der beim Spiel oben rechts angezeigt wird, was jetzt TYUE ist. Da kann jeder noch joinen. Hm. Und auch wenn du mitmachst als einer von den Neuen, brauchst du es auch nicht. Also nur derjenige, der hostet, braucht das Spiel. Muss es aber dann auch selber betreten, nicht... Ne? Nächstes Mal mache ich das. Nicht wie der Buddy. Ja, ist ja gut. Mir ist gerade aufgefallen, ich gehe einfach selber rein. Sehr gute Antworten, sehr gute Antworten. Gefallen mir beide sehr gut. Also die eine ganz besonders, aber die andere gefällt mir auch sehr gut. Aber Take a Bath muss man wählen übrigens. Take a Bath. Oh, bam! Na, scheinbar nicht. Next one. Ah, du hast jetzt das so zu früh gesagt, ich hab's noch nicht gesehen. Ach, Mist. Ja, ich hör dich vorher. Oh, ey, gar keiner. Hallo? Was ist das? Na, Where It Is Ahead ist aber auch wesentlich besser. Ich gebe zu, God of GTA, gegen dich verliere ich auch gerne. So, Oh, sehr schön, sehr schön. Sehr schöne Antwort. Ist schon okay. Sorry, not sorry. Ich lese hier zwei Chats, das ist ein bisschen anstrengend. Ja, und ich versuche hier parallel gerade mitzuspielen. There is only one time that murder is acceptable, and that is when blank. Ja, der war auch sehr gut. Sehr gut, Andreas. Auch ein schöner Name. Sehr schöner Name. Okay, ich komme aber selber gerade mobil gar nicht rein. Seltsam. Better name for testicles. Vielleicht ist voll, ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich mitmachen können. Ja, doch, ich bin drin. Also. So. A better name for testicles. Achso. Hm. Okay, das Spiel fordert aber auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das Richtige. Das Spiel fordert ja auch. Richtig hart ist das. Herr Igno the Zero. Das Richtige für 11 Uhr morgens. Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde Granada ist auch echt... Achso, Mist. Ich darf ja nicht so... jetzt bin ich aber gespannt, was rauskommt. Wieso? Weil ich sehe es ja auch... Also das Bild sehe ich halt auch nur im... Das Spiel. Dann, ne? Ach so, verstehe, ja. Das heißt, wenn du zu früh reagierst. Also, ich höre es auf jeden Fall vorher, die anderen natürlich nicht. Das heißt, ich darf nicht lachen, wenn du was sagst. Ja. So, ach so, doch, kann ich ja auch. Ja, weil klar. Nee, vergiss es. Ja, mein. Das ist so verrückt. Zeitraumkontinuum, ja, genau. Hat man manchmal so ein. Ja, gemein. Andi, ich. Ja. Was? Schon wieder nix. Ich verrate gar nichts mehr. Was denn? Ich versuche mich nur anzugleichen. Guck mal, so kriegst du wenigstens ein paar Stimmen. Okay. Ja, also. It's warm, hot, it's cozy, also, warm. Ja.
Was halt bei dem Spiel, das haben wir gestern Abend bei uns in der Community gespielt, da waren wir, keine Ahnung, ich glaube, wir waren nachher wirklich auch 20 oder 30, neu haben wir gespielt, aber wir waren im Discord gleichzeitig mit der Voice, mit allen Leuten. Und sehr das gut. War halt, also das merke ich jetzt gerade hier, es ist halt nochmal lustiger, wenn man seine eigenen Antworten noch kommentieren kann, also wenn alle miteinander noch sprechen können, das ist ja hier nicht so, jetzt reden wir miteinander, jetzt entstehen so Pausen, was wir aber gestern Abend hatten, als wir das was gespielt haben, dadurch, dass wir alle Mitspieler quasi in einem Kanal hatten, und das, glaube ich, ist halt auch so ein Punkt, ne, momentan schreibt man noch, aber vielleicht kommt man irgendwann noch immer mehr dazu, dass die Leute miteinander halt auch tatsächlich persönlich reden. Ja, Discord, Twitch, also ne, es gibt ja super viele Desktop-Applikationen schon, die in diese Richtung gehen, ne? Also sehe ich auch so. Also ich habe auch, ich habe immer noch einen Discord für Rocket Beans aufgebaut, einen heimlichen, aber da sind nur zwei Leute drin. Ach so, okay. Nee, also das mit dem Voice Chat, das war wirklich. Es gibt zwei Spiele, die wir gerade spielen. Das hier ist das eine. Hallo, was wird denn das hier? Ach so, oh, ja. Was wird denn das hier? Ja, das ist ja wohl Frechheit. Frechheit. First interesting option, I hold fail of fame. Danke, wieder jemand von uns, Satan. Alles klar, ich finde Satan auch. Also, es gibt halt zwei Spiele, die wir aktuell, die man auch mit vielen spielen kann, das hier und das andere ist Golf with Friends. Aber das Spannende ist eigentlich nicht, dass das Spiel, sondern dass wir dann in einem Voice-Channel zusammen sind und dann da miteinander wirklich direkt quatschen. Und das ist ziemlich bockenslustig. Also, Golf with Friends? Ja. Ist auch relativ neu. Gibt's das auch bei Steam oder was? Ja, ja, ist ein Steam-Spiel. Kannst aber halt dann mit 12 Leuten, kannst du dann Minigolf spielen. Du bist der Ball und hast Tüte auf. Alter, das ist ja super. So, warte, ich muss jetzt mich wieder konzentrieren. Ja, konzentrier du dich und ich guck mir gerade Golf with Friends an. Ich glaube, das will ich kaufen. Aber ich kann doch nicht immer neue Spiele kaufen, ey. Ach so, das ist jetzt übrigens eine Runde, in der jeder nur eine Antwort gibt und jetzt werden gleich alle Antworten dargestellt und dann werden für alle Antworten gewählt. Das ist gut. Da gehst du kurz duschen und die ganzen Leute tauchen auf. Wir waren in deiner Dusche, Raptor. Und davon sind wir aufgetaucht. Vote now, you get three votes this round. Gesichtskuchen raufgehen. Lifehack, lower bioheating builds by. Oh, das ist eine sehr gute Frage von Fedora. Hast du dich auch hinter den Ohren gewaschen? sorry, ich muss hier mal, ich lese jetzt den Chat. Ich muss hier wählen, scheiße. Ja, wähl doch mal, so. Wähl doch mal. So, ich guck parallel auch immer in den Chat hinein, was hier so abgeht. Ja, für Leute, die frisch dazugekommen sind, herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Runde Industrie-Skype-Rohama-Budizokni. Andi ist am Start, Andreas Rüker, bekannt von seinem Twitch-Kanal, Andi Dev. Ey, das ist erst schon ärgerlich. Ich mache schon seit wirklich vielen Jahren Spiele und auch in großen Spielen gearbeitet, ne? Und überall, wo ich momentan auftauche, ist nur, ey, das ist doch der Typ, der bei Kronk war. Ja, lächerlich. Ja. Lächerlich ist das. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich nie zu Gronkh gehe. Es ist mir zu gefährlich. Ja. Ach, das war super lustig. Glaube ich dir, ey. Also, überraschenderweise halt, das war mir nicht so klar. Ich habe mich mit ihm halt auch super verstanden. Allein dadurch war es halt lustig. Wir haben doch schon einen sehr ähnlichen Geschmack von Dingen gehabt. Das hätte ich so. Ich habe das nicht erwartet. War sehr überraschend. So, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich muss mal kurz aufpassen hier. Ich spiele hier ein Spiel. Du kannst mich nicht dauernd ablenken, nur weil du nicht reingegangen bist. Zombie. Warte. Burning Books. Oh, das ist auch gut angekommen. Nicht schlecht, Clay. 18. 450 Punkte. Nicht übel. Nicht übel. So, Moving in a Volcano. Oh, Slug. Sehr gut dabei. Und dann nochmal ordentlich. So, und die Runde ist gleich vorbei. Until the Room is Warm. Crack. Wirklich? Jetzt ernsthaft? Clay. Von Anfang an vorne dabei gewesen. Gar kein Problem. Fertig. Das ist ja lustig. So.
Ach, guck mal, ich bin. Ach, das ist lustig. Ich bin der erste Spieler gewesen. Dadurch kann ich. Jetzt verstehe ich auch. Ich habe hier ein Interface, was ich vorher noch nie gesehen hatte. Ich bin auch immer nur gejoint. Bei uns hat das jemand anders immer aufgemacht. Ja, okay. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, Same Spieler, New Players zu machen. Wow. Warte mal, kann ich jetzt New Players machen? Das ist ja. Warte mal. Was passiert? Nee, ich bin rausgeschmissen worden. Ja. So, ja, also genau. Ist es, wenn du es nochmal. Wenn du es nochmal. Müsstest du noch. Ja, nochmal aufmachen und dann selber joinen und mir nochmal im Discord schicken. GG, ja. Ja, ist ein bisschen die Frage, ob wir es jetzt nochmal spielen wollen. Einmal mit Florian Salitos. Er versteht das Spiel auch noch nicht so richtig. Ich glaube, eine Runde spielen wir noch, ne? Und diesmal spiele ich mit. Ich glaube, das machen wir noch. Und danach. Ja, das wäre ein bisschen cooler, wenn du mal mitspielst. Ich glaube auch, ne? Das war ein bisschen dumm alles, ne? So, pass auf, Anni. Ich wusste es auch nicht, sonst hätte ich dir gesagt, mir war das nicht klar, dass man selber. Ich dachte, wenn du hostest, bist du automatisch dabei. So, ich schicke dir wieder das Passwort. Aufmachen, dann musst du. Ja. Alles klar. Ich sehe es. Sag, wenn du drin bist. Ja, bin ich. Alles klar, dann muss ich jetzt joinen. Achso, nee, warte, bin ich nicht? Doch. Ich kann ja, da nicht. Ich kann nicht. Alter, ich hab's ausgemacht, ich Idiot. Ja, dann nochmal, los nochmal. Aber wie, ich kann nicht joinen. Das ist ja das Dumme. Ja. Yeah. Ja, das war mein Fehler. Aber wieso kann ich denn nicht joinen? Frage ich mich gerade. Soll ich es dir verraten? Ja. Ich war so dreist, den Code bei mir im Chat zu posten. Ach, du bist so geil. Nee, ich kann trotzdem nicht joinen. Männers, Andi, es hat gerade geklingelt bei mir. Ich glaube, ich muss dann schnell an die Tür gehen. Ja, okay, dann geh mal an die Tür. Ich mach so lange weiter. Okay? Ja, danke schön. Alles klar, bis gleich. Ja, kein Problem. So. Hallo, willkommen. Also das hier ist, wir haben jetzt hier den Stream gecaptured. Das hier ist der Plan, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja, der Buddy, wir haben da geklingelt gerade. Ja, und deswegen muss der weg. Und weil der weg muss, können wir jetzt hier allen Scheiß machen, den wir wollen. Weltherrschaft. Ah, so. Das war nicht abgemacht so. Jetzt sitze ich hier. Und der ist weg. Hallo, liebe Rocket Beans Community. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Andreas. Ich sag ja, die haben mich. Ah, nur Frame Drops? Jetzt ist wieder okay. Hä? Okay. Ja, es gab wohl Frame Drops, lese ich gerade hier. Ach so. In unserem Kommunikationstool. So. Das ist seltsam. Das war super. Das war in dem Moment, wo ich gerade vom Update gesprochen habe und hier ein bisschen einen auf PR-Typ gemacht habe. Aber das kann ich. Ich hab erst gedacht, oh Gott, jetzt habe ich hier. Sehr schön. Nee, das macht gar keinen Sinn. So, warte mal, ich schicke dir jetzt nochmal den Code. Okay. So, dann join erstmal selber. Ja, habe ich gemacht. Dann bist du nämlich auch der Erste und hast auch das Interface dafür. Okay, zapp. Hoppala. Bitte sehr. So, das hier hin, dann auf Play drücken. Okay, wir sind beide drin. Und dann schalte ich jetzt mal wieder frei, wer Bock hat mitzuspielen. Das ist ein lustiges kleines Frage-Antwort-Spiel. So, und tada, da ist es. Jackbox.tv, entweder über den Browser oder über euer Smartphone einfach reingehen. Und den Code eingeben, Name und Code eingeben. Und dann geht's gleich los. Mhm. Michael Wien sagt, wir dürfen nicht joinen, warum nicht? Was ist passiert? So, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden. Da sind sie. Pam! So. Da warten wir kurz noch ein bisschen auf die Audience. Na also, geil, super gut. Genau, ihr von zu Hause könnt einfach so mitmachen. Jetzt spiele ich tatsächlich mal mit. Wow! Wow! Jetzt wird's der Hammer. Ja. So, jetzt darf ich nur wieder irgendwas kaputt machen. So. Nö, ich glaube, aber da ist jetzt nicht viel zu kaputt zu machen. Du, du kennst mich nicht, Andi. Ich kann alles kaputt machen. Alles. Alles. Das stimmt. So, so, so. So, wenn wir die 100 haben, dann geht's los. 100? Und 100, alles klar. Ich hab immer nur 8 Zuschauer. Das finde ich auch gemütlicher dann. 8. Ja, ich weiß, Welcher Code? Der Code steht, guck mal, der steht auf dem Bild, auch zu sehen. JackboxTV und dann YHKY. Genau. Join the audience.
Okay, good. Now, if I don't remember your names, please feel free to take it personally. Du bist zu nah am Mikro, wird ab und zu gesagt. Oh, danke, danke. Das stimmt, ich hatte dich auch ein bisschen übersteuert. Okay, danke schön. Entschuldigung, jetzt müsste es besser sein. Ja. Ich schnaufe da so gerne rein. Okay. Ja, das, ich finde es auch geil, wenn du da reinschnaufst, aber es tut auch ein bisschen in den Ohren weh. So, jetzt hier Konzentration. Jetzt siehst du den Text, ne, den du tippen musst. Oh, jetzt muss ich mal erstmal nachdenken. Genau, ich sehe den Text. Also hier, so sieht das Ganze aus bei mir. Nur spiegelverkehrt. Oh, eine bessere Antwort kann man nicht geben. Ich weiß nicht, wie das jemand toppen kann, was ich gerade geschrieben hat. Also ich habe auch etwas sehr lustig geschrieben. Mal gucken. Mal gucken. Gucken wir mal. Ach, guck mal hier, der God of GTA. Ich wollte gerade Godoff-Gitar sagen, der ist wieder am Start. Ja, das habe ich übrigens auch beim ersten Mal, als er bei mir im Chat war, habe ich mir einen abgebrochen. Ich so, Godoff, das ist ja eh immer lustig, wenn man die ganzen Namen liest. Ja. Godoff-Gitar. Weil manche müssen erst mal verstehen, Mini. Hier hat keiner Penis geschrieben. Hallo? Ja, also ich glaube, wenn man hier immer nur Penis schreibt, dann also, weiß ich nicht, ob das dann... Also bei uns, das habe ich von einem anderen Streamer übernommen, von der Raupe, bei uns sagt man statt Penis Schrank. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Echt? Ich habe einen riesen Schrank. Okay, here we go. Ja, ja, genau. A ridiculous government agency that no one knows about. The Department of Blank. Krass, ist echt live, ja. Wird das später noch hochgeladen? Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon. Nah. Das ist ein Industrie-Skype-Programm, super special mit dir, Andi. Wir reden über Twitch-Games, Livestreaming-Games und so ein Kram, ne? Jetzt bin ich gespannt hier. Ja. Ja, da geht nur eine Antwort. Das ist total klar, da geht nur eine Antwort. Nee. Da siehst du es jetzt? Noch sehe ich nicht, ich sehe es nicht. Ich sehe den ja auch nur im Stream dann danach. Also, ich sehe es jetzt. Was? Hallo? Da dachte ich, ich mache hier Phishing for Compliments. Nix, funktioniert nicht. Ey, das Department, der Department ist doch lustig. Ja. Oh, das finde ich sehr gut. Sehr gut. Ich habe den Screen zu klein. Ich kann gar nicht sehen, wer ist denn alles dabei. Alter, okay, das war knapp. Warum hältst du dein Handy in die Kamera? Hab ich? Oh, ja, ich spiele hier drüber, deswegen. Ach so. Yeah. The worst material from which to make a pair of pajamas. Ey, Pelden, hello. Das sehe ich noch nicht. And next is the strangest reason to get a divorce. Ah, okay. Vote on your devices. Oh, da war jemand zu langsam. Ah, Pimmel war nicht schnell genug. Ah, Pimmel war nicht schnell genug. Schade. Schade. Genau, dieser Stream geht ungefähr so bis 1. Danach muss ich nochmal ein paar andere Sachen machen. Aber bis dahin machen wir eine gemütliche Session, wir beide, Andi, ne? Ja. Hallo Taschen. Hallo Shazabi. Hallo Troll Source. Hallo Mike. Next one. Hallo Rootwalker. Hallo Wurzel. Hallo Frau Blume. Bist du bei dir im Chat, ja, ne? Ich bin bei beiden. Also ich gucke halt beide parallel. Das ist was ganz schön anstrengend ist. Kennt ihr eigentlich Star Citizen? Ja. Also ich kenne das. Habe ich immer noch nicht gespielt. Ich habe eine ältere Version gespielt. Ich freue mich ein bisschen auf die 3.0. Ich bin mal gespannt, was sie gemacht haben. Ah, Mist, ey, jetzt habe ich wieder gelabert. Das ist die Kacke, ja? Man kann, also, meine Aufmerksamkeitsspanne ist zu gering. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Yippie! Next in line. In a shocking poll, it was discovered that 3 out of 4 Americans blank. Ocean Weird Alien Planet. Okay.
Guck mal, du hast. Aber es stimmen nicht alle ab irgendwie. Also, als ich das letzte Mal gespielt habe, hast du halt wirklich auch 9 Votes gehabt. Das ist jetzt ein bisschen strange. Dass ich, also vielleicht fallen auch die Leute raus. Oder sie gucken auch zwischen Chat und wer weiß. What's. Sehr gut. Genau, es ist so, dass jeder Mitspieler am Anfang, ich erkläre das Spielprinzip vielleicht nochmal, alle Mitspieler, die teilnehmen, 8 Spieler sind hier am Start in dem Spiel Quiplash, müssen ganz am Anfang in 90 Sekunden unterschiedliche Fragen beantworten. Und jeder kriegt dabei auch unterschiedliche Fragen. Wie in dem Fall Truck und Mr. Eldorado haben jeweils diese, also die haben diese spezielle Frage gestellt bekommen. Ich wiederum habe andere Fragen bekommen. Und dann geht das ganze Spiel sozusagen in der ersten Runde all diese Fragen durch. Und jeder andere Mitspieler muss auf einer Seite voten und die Audience, die macht so eine Art Prozentwertung mit und dafür gibt es nochmal extra Punkte. Und man hat 12 Sekunden circa zu antworten. Ja. Ja, klar. Na, Jetpack hätte ich machen sollen. Also jedem, aber der das Spiel mal selber spielen will mit Leuten, kann ich nur empfehlen, das zu versuchen mit Voice zu machen, mit allen, die drin sind, also mit diesen neuen Leuten, weil du lachst dich halt gegenseitig schlapp, weil du dann natürlich auch darüber redest, wer was ist. Das ist jetzt so ein bisschen schade, dass wir halt nur zu zweit sind. Ja, du, noch ein Andi. Genau, das Blöde ist, das Schwierige ist dadurch, dass du selber das Videosignal jetzt über den Stream guckst. Gibt es ein Delay, ne? Wenn du das Ganze über Discord, also in Echtzeit spielst, ist es wiederum lustiger, ne? Das ist so gerade die Krux an dieser ganzen Geschichte. So. Oh, man muss ja tippen. Ja. Ich glaube, ich habe eine sehr, sehr dumme Antwort geschrieben. Ja. Also sehr, 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 sehr dumm. Dumm in richtig dumm. Oh Gott. Meine Gehirnkapazität ist nicht, ich bin nicht schnell genug. Nee, meine auch nicht. Also. Ah. Texte für schreiben und jetzt sehen wir die dann gleich. Genau. Ich habe gleich gesehen, hatten wir schon mal gemeinsam eine Frage. Ja, eine hatten wir. Das war ganz am Anfang, da hast du Rocket Beats TV gemacht, The Department of. Und da das habe ich nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Die andere war deine. Ja, genau. Ich hatte Departments aufgeschrieben. Department of Departments. Ja, Monsieur, du hast recht. Eine sehr dumme Antwort ist die beste Voraussetzung für das Spiel. The liquid that would make for the worst salad dressing. So. Okay, everyone, vote for your favorite. So, the liquid that would make for the worst salad. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da weiß ich schon, was gewinnt. Ja? Ja, glaube ich schon. Ich würde mein Geld auf Quicksilver setzen. Ja, das Dumme ist, Quicksilver ist halt einfach falsch. Und ich habe es reingetippt und dann ist mir aufgefallen, warte mal, das ist dumm, das ist falsch. Das heißt Mercury, heißt es. Also Quecksilver heißt nicht Quicksilver, deswegen. Ja, scheiße, ich hab's aber auch gerade erst gesehen. Ja, natürlich heißt es Mercury, ja. Aber es wird, glaube ich, trotzdem gut gewertet. Ja. Das ist alles Mann. Authentisch. Also Quicksilver ist übrigens, falls das nicht jemand mitbekommen hat, Quicksilver ist das neue Wort für Mercury. Also sie haben das umbenannt letzte Woche oder so. Der Buddy ist einfach nur up to date. Ja, so ist das. So ist das. So wie mit dem großen SZ, ne? Viele Leute kriegen das aber auch gar nicht mehr mit. Ey, Truck, das ist sehr gute. Imprisoned in der Cookie Factory ist gut, Andy. Next up. Das hat noch keiner gesehen. Achso, dann doch jetzt. Ich bin nämlich wegen diesem Delay. Ja. Aber ich finde Help I'm Out of Bottles sehr, sehr, sehr gut. Also, gut. Sehr coole Antwort. Alter, ist bei dir gerade SMS? Alles gut. Okay. Alles gut, alles gut. Alter. 420, ey. Guck mal, ich hab. Das ist nicht am Ende. Regenbogens, das ist am Start des Regenbogens. So muss man das sehen. 420 Mode. Next one. A great pet name for a parasitic.
Hast du dann Fidget Spinner? Achso, nee, Entschuldigung, ich klacker hier. Ich cube parallel. Kannst du das eigentlich, Andi? Nee, ich bin zwar ein Kind der 80er, aber... Oh, das macht sehr viel Spaß, das beruhigt. Weißt du, wie ich den mal gelöst habe? Ich hab den mal gelöst, indem ich die... Nee, ich hab die Dinger, die Farben abgezogen, als ich klein war und neu aufgeklebt. Auch gut. Dann war meine Eltern voll beeindruckt davon, dass ich das Ding gelöst habe. Ist sehr gut gemacht. Nee, das ist echt wie Fahrradfahren inzwischen. Also mein Bruder hat mir das damals beigebracht und das beruhigt mich total. Und dann regt es mich derbe auf. Time to vote. So, nächste. Oh Gott. Das ist eindeutig. Ganz eindeutig ist das. Welches denn? Ich fand's nicht so einfach. Nicht? Oh nein, schade. Na gut. Na gut. Ja, habe ich verstanden. Es ist angekommen. Ich dachte, die Pandas. Ich sehe den jetzt erst. Ja. Gucken Sie. Die Pandas waren gut, aber ich finde, der zweite war besser. Pandas gehen natürlich fast immer. Pandas gehen tatsächlich immer. Ach ja. Ich hab jemanden im Chat, der Panda heißt. Die schrieb jetzt gerade schade. Oh, traurig. Einfach nur schade. Wie sieht denn deine Gamescom-Planung aus? Studio mit aufbauen und da hosten und mit ein paar Leuten da Indie-Games streamen. Wunderbar. Zeug machen. Also auch ziemlich wildes Zeug, glaube ich. Mal mit dem Handy rumlaufen und von da aus unterwegs streamen, Interviews mit Entwicklern. Sowas halt. Ich hatte ja jetzt, als ich. Oh, warte, ich muss hier auch wählen. Als ich jetzt damit angefangen habe, ich halt auch mal schnell Freunde angerufen. Ich bin ja recht gut vernetzt in der Industrie und habe dann mit Ben und Ed, das ist der Dominik und der Christian, die kenne ich super gut. Dann habe ich hier hinter mir eine Couch hingestellt und dann haben wir erst Ben und Ed gespielt, über die Entwicklung gesprochen, denen ihr komischen Zombie mit abnehmbarem Penis gezeigt. Sehr lustig. Also die Mutter hat eine Puppe gemacht von dem Zombie. Und da konntest du Arme und Beine und den Penis. Das war schon ein bisschen lustig. Und danach haben wir noch eine Runde Overcooked zusammengespielt. Das war ziemlich cool. So in dem Stil will ich halt auf der Gamescom was mit den Indie-Leuten. Ja, cool. Ja, freue ich mich drauf. Ja, du, darf ich jetzt fragen oder weinst du dann ein bisschen, wenn ich frage, was machst du bei der Gamescom? Ich werde, es ist noch nicht hundertprozentig komplett offiziell, aber die Chance vergeht jeden Tag, Chancen, dass ich dieses Jahr auf der Gamescom fahre, sind nahezu nicht existent tatsächlich gerade. Ich versuche jetzt noch ein bisschen abzuwarten, ob nicht doch noch irgendwas geregelt wird. Aber meine Knieverletzung, die wird mich wahrscheinlich das erste Mal irgendwie zu Hause festpinnen. Oh, ey, wie übel. Das ist echt scheiße, ja. Ach, ich wusste gar nicht, also du hast das noch gar nicht gesagt gehabt. Habe ich dich jetzt in Schwierigkeiten gebracht? Ja, nee, ich habe das jetzt auch die letzten Tage immer wieder angesprochen und so. Aber das ist, sagen wir so, richtig offiziell ist es nicht. Heute in der... Oh, okay, jetzt musst du kurz aufpassen in der letzten Runde. Und dann beantworte ich das gleich nochmal. Geht mir ja auch so. So, okay. Ich habe einfach direkt was reingeschrieben. Dead Ohio, ich glaube, Rollstuhl ist nicht drin. Leider nicht. Das machen wir nicht. Knie kommen. Ja, also, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich weiß, wie gesagt, im Moment, wir müssen selber noch rumplanen und gucken, irgendwie, was jetzt Phase ist. Und wer weiß, also, es wird gerade noch gut alles ausgelotet. Ich guck gerade, Kniegate. Kniegate. Du könntest auch, es gibt ja so Roboter, du könntest ja gucken, ob du so einen Roboter kriegst, wo dann auch so ein iPad, wo dein Gesicht drauf ist, den du von zu Hause aus steuern kannst. Dann kannst du damit über die Gamescom fahren und filmen. Das wäre noch ein Hit. Und dann hätte ich lieber einen Roboter, der mich trägt die ganze Zeit. Nee, ist auch blöd. Oder so Yoda-mäßig auf dem Rücken trägt. So. Was ist denn? Oh, so.
Gino soll dich rumtragen wie Hodor in Game of Thrones. Aber Hodor. Hodor ist tot. Aber der ist tot. Nein! Geht nicht mehr. Warte, ich bin erst in Staffel 2. Das ist echt so geil. Doch, oder? Kein Witz. Das war nicht wahr. Ich habe auch gelogen. Also, gut. Nee, ey, alles gut. Das habe ich schon alles mitgekriegt. Scheiti-Style. Das war kein Spoiler. Nein, hört auf. Beide Chats drehen gerade durch. Zu Recht. Nein, was hab ich getan? Und wieder ein Haken gesetzt. Wieder Every Day is a School's Day, ne? Ja, ich werd aber auch gerade ausgelacht, weil ich jetzt in Staffel 2 bin. Ey, dafür ziehe ich mir halt auch Blender-Tutorials rein. Und kann da nichts. Oder. Pimmel. Ja, Andi 483, der geht schon wieder steil hier, ey. Wir bieten das nachher aus. Also in der Aufnahme nachher ist das weggepiept. Ja, ich bin voll gut in Spoiler, ey. Alle 8 Leute rasten aus. Ich hab ja auch bei. Ich wollte auch Erik irgendwie was zeigen, als wir Long Journey Home gemacht haben. Bin dann auf dem Mond gelandet und hab mal direkt das erste versteckte Achievement im Spiel gezeigt. Oh, und sehr dachte gut. Mir so, oh ey, ja. Toll. 17.000 Leute zugeguckt, direkt mal ein geheimes Achievement rausgehauen. Ich hab's drauf, würde ich sagen. Schon gemacht. Der Grund, warum ich nicht der PR-Typ bin. Ach was, ey, ich finde das gut, so wie du es machst. Oh, so, ich hab gewonnen. Also das war mein zweiter Account übrigens. Du hast mit 2 Accounts gespielt. Das wäre clever, auf jeden Fall. Das wäre sehr geil gewesen. Auf jeden Fall. Alle anderen 7 mehr. Alle anderen war ich. Deswegen warst du so still die ganze Zeit, ne? Sehr gut. Ich musste hier voll krass tippen. So, ich spring mal kurz hier. 483, alles Gute. Gratulation, good game. Ja, good game, auf jeden Fall. Ich spring mal aus dem Spiel raus, weil ich glaube, noch eine Runde machen wir nicht, Quiplash. Nee. Das machen wir nicht, ne? Ich finde das jetzt auch, also ich muss wirklich sagen, es begeistert nochmal mehr, wenn du mit den Leuten redest, die auch mitspielen und dann halt Zuhörer hast, ne? Also das fehlte mir jetzt so ein bisschen. Wie ist denn das, also wirklich, wenn du jetzt ein Spiel designen würdest, du achtest dann natürlich drauf, also wenn du theoretisch die Wahl hast von x Leuten, die von zu Hause über den Stream mitspielen, unter der Bedingung, dass sie unter einem Delay, der unterschiedlich ist, agieren können. Und dass sie entweder Smartphone oder über einen Browser mitspielen. So, das sind ja schon mal feste Parameter, wenn man ein Spiel dafür designen will, oder? Hast du dir, Hand aufs Herz, hast du da schon die Gedanken dazu gemacht, was du als Games-Entwickler machen wollen würdest? Du musst nur ja oder Nein sagen. Ja, habe ich mir. Und ich glaube, es ist eine Frage des Rhythmus des Spiels, ne? Also bei Domina oder so ist es ja auch wirklich so, das hat ja Ruhepausen. Dann geht es ja wirklich darum, jetzt werden da Entscheidungen getroffen. Und dann beziehst du dann den Chat mit ein und dann ist das mit dem Delay halt auch nicht so ein Riesenproblem, ja. Oder dieses, was wir hier haben, wenn du dann halt jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit den 7 Leuten, mit denen wir spielen, im Discord gewesen wären und alle uns gehört hätten, wäre es halt, glaube ich, vom Entertainment-Faktor auch nochmal witziger gewesen und dann können noch Leute von draußen quasi mitmachen, ne? Also das heißt, ich glaube schon, dass es eine andere Art von Spiele braucht, aber ich meine, mein Gott, also ich meine, Multiplayer ist halt Multiplayer immer noch, ne? Die Frage ist halt, wer nimmt zu welchem Zeitpunkt wie am Spiel teil? Long Journey Home hat auch so Stellen, wo du halt eine Entscheidung treffen musst. Die ist auch häufig digital, also ja oder nein. Und das wäre zum Beispiel eine super Stelle, wo du sagen kannst, so, das entscheidet jetzt der Chat. Und da, also, mein Gott, wir wissen alle, wie das ist. Der Chat dreht dann durch und schubst dich halt in unmögliche Situationen. Aber daraus entsteht ja dann auch wieder irgendwie auch deiner Seite eine Herausforderung und der Spaß. Und ich glaube, wie gesagt, ich denke, das ist noch gar nicht so richtig exploriert. Da gibt es bestimmt noch coole Sachen. Ich glaube, genau das. Zu fragen. Nein, ich spiele sowas nicht. Ich glaube aber genau das was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das kann man ja auch als Stärke nehmen. Wir hatten, also vielleicht, ne, vielleicht wirklich eine ganz offene Frage, vielleicht weißt du, wie man das jetzt sehr schnell baut. Blobby Wolli kennen wir alle, ne? So, die beiden Gummidinger, die Volleyball spielen. Kennst du das noch? Blobby Wolli, das wurde auf LAN-Partys. Nee, echt nicht? Nee, das sagt mir tatsächlich nichts. Warte mal kurz. Ich bin erstaunt. Blobby, das wundert mich, ehrlich gesagt. Blobby Wolli ist für mich so ein All-Time-Favorite. Entschuldigung, ich rede wieder zu nah ins Mikrofon rein. Gib mir mal ganz kurz, weil ich glaube, es gibt sogar eine Browser-Version von.
Genau, Blobby Wolli 2, die offizielle Seite. Okay, kann man runterladen. Ich lade es einfach mal ganz schnell runter. Das mache ich. Dann kann ich es euch mal kurz zeigen. Okay. Nee, warte mal kurz. Das ist hier eine blöde Seite. Das möchte ich alles nicht runterladen. Ja, wurscht. Brauche ich jetzt nicht zeigen. Blobby Wolli ist eigentlich nur ein ganz simples Spiel, Andi. Blobby Wolli. Ich habe dir gerade einen Link geschickt. Meinst du das? Warte. So, warte mal, dann ziehe ich das jetzt gerade mal hoch und, warte mal, ich baue hier gerade mal OBS live um. Gib mir mal 2 Sekunden. Bestes Spiel, schreiben die im Schild. Das Spiel meiner Schulzeit. Ah, DRM, hi. Das wird ewig dauern, das ist bestimmt mehrere Kilobyte groß. Ey, das ist echt ein Schul-PC-Spiel. Von welchem Jahr ist das? Das kann einfach sein, dass ich leider Gott zu alt dafür war, dass das ist echt an mir vorbeigegangen. Ja, das war echt so ein keine Ahnung, das ist ich habe selber auf LAN halt immer gespielt, ne? Deswegen, okay, warte mal. Nur dieses Ding hier abgreifen, das raff ich doch schon wieder nicht. Es ist noch in der Beta. Hast du einen Tipp für mich? Warte mal. Ist das ein Browserfenster? Das ist ein Browserfenster, ja. Genau. Ist es Chrome? Ja. Ist es Chrome? Dann kann ich. Ja, das geht nicht. Das macht OBS nicht mit aus irgendeinem Grund. Hast du noch Firefox drauf? Ach echt, das ist der Grund oder was? Ja, das Problem habe ich auch. Ich habe 2 Wochen danach gesucht, aber OBS hat irgendein Problem damit, das Fenster abzucrammen. Das bleibt schwarz, ne? Ja, genau. Ja, mach mal Firefox, dann geht es. Hat mich wahnsinnig gemacht, dieses Problem. Ich habe ewig gesucht, wusste auch keiner eine Antwort. Aber es ist so, dass Chrome anscheinend Schwierigkeiten hat, oder dass OBS Schwierigkeiten hat, ein Chrome-Bild abzugreifen. Seit 20 Jahren in der Beta? Echt jetzt? Krass. Dieses Spiel, oder was? Wie kann sowas an mir... Ja, wie kann es an mir vorbeigegangen sein? Müssen die Screens unbedingt in der rechten unteren Ecke sein? Nö, die müssen gar nicht in der rechten unteren Ecke sein. Endlich. Sehe ich gerade wieder. Ah, okay, ich sehe gerade. Studiomodus lasse ich mal aus. Also, ja, scheint gerade nicht zu funktionieren. Sehr lustig, Shazavi. Okay. Inside Google Chrome. Ihr wisst auch, dass ich gestern noch ein Praise-Kommando gemacht habe. Es gibt ein geiles Praise-Kommando. Guck mal, als Gegensatz zu dem Inside. Was ist denn Praise-Kommando? Ich habe ein bisschen mit dem Bot rumgespielt und ich habe in meinem Chat verschiedene Kommandos, sowas wie Insult noch irgendwas oder dann nimmt er den Query und dann. Oh, ganz viele Herzen, auch für dich. Und Umarmung und ganz viele Blumen und mit einer Sherry on top. Und mit einer Sherry on top. Ja, sowas möchte ich auch alles mal aufbauen. Ich habe mir da auch sehr viel durchgelesen, damit ich das irgendwie mal jetzt alles einstellen kann. Bei uns ist ja das Problem, dass wir nicht nur über Twitch streamen, sondern auch über YouTube und über Vaipu und das irgendwie abzugleichen. Da fehlen mir einfach ganz knallharte Kenntnisse. So, jetzt habe ich es aber, glaube ich, gleich. Ja, aber man kommt da relativ gut rein, wenn man sich ein bisschen, man muss sich halt Zeit nehmen, dummerweise, ne? Also es kostet ein bisschen, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr lesen müssen und ein bisschen rumfummeln müssen und so, aber... Man kommt da ein bisschen rein. Ja, so, jetzt habe ich es gleich. Höhepunkt meiner Gamer-Karriere. Ich habe mal bei einem Blobby-Volleyball-Turnier gewonnen. Volley-Turnier gewonnen. Sehr schön, Felden. Gratulation. Okay, nee, will er auch nicht. Vielleicht ist das wieder irgendein Flash-Plugin-Shit oder sowas. Dann lasse ich es jetzt einfach, bevor wir hier noch mehr rumbasteln. Ey, ihr könnt auch Herzen. Super. Chat-Herzen bei euch. Hervorragend. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja gut, wir lassen das. Also Blobby Volley, aber stell dir Folgendes vor, dann machen wir kurz ein theoretisches Spiel, ja? Du hast diese Gummibälle, die gegeneinander spielen. Wir beide würden jetzt gegeneinander spielen. Und sie können sozusagen immer einen Befehl ausgeben, sowas wie rote Flagge oder blaue Flagge hochhalten. Und in dem Moment, das heißt, das hat eine unmittelbare Auswirkung auf dich als Spielfigur. Dann wirst du größer, schneller, wirst gebufft oder genervt, je nachdem. Das ist doch eigentlich schon etwas, was ganz lustig ist, weil das dann nicht rundenbasiert ist, sondern
das wabert dann halt so mit, weißt du? Könntest du was Ja, bauen? ja. Ich muss mich mal angucken. Also, ich gucke mal das Spiel mal an. Ich find das witzig, ja. Ja, sowas finde ich Ja, ganz weiß ich cool. nicht. Weiß ich nicht. Es geht ja vor allen Dingen auch bei sowas um die technische Netzwerkanbindung. Das ist zum Teil dann halt auch nicht mein Spezialgebiet. Aber ja, ich finde sowas gerade sehr spannend. Man muss sich das ein bisschen, ich muss mich damit viel, noch mit viel mehr beschäftigen. Also wenn ich ein Spiel anfange, dann gucke ich mir meistens erstmal an, was in dem Bereich alles so gibt. Genau, und da gibt es halt einfach noch nicht so viel, ne? Leider. Aber auf der anderen Seite ist Ja. das vielleicht ganz gut. Also jetzt gerade sind eh alle auf Virtual Reality und vielleicht ist das, oder Augmented Reality irgendwie, ne? Ist das ein Thema eigentlich für dich? Guckst du dir da auch irgendwie was an? Ja, ach mal klar, man guckt sich alles Mögliche immer an. Also wir haben eine Vive da und wir haben auch eine Oculus da und wir haben zum Beispiel mal unsere Alien-Räume so gebaut, dass man in VR in den Räumen stehen kann, so für uns einfach nur, um sich damit ein bisschen mit zu beschäftigen. Aber ich habe jetzt noch nicht aktiv irgendwie richtig ein Spiel umgesetzt oder so. Aber na klar, ich meine, so Trends guckt man sich immer an und schaut, was so passiert gerade. Und warum glaubst du, ist dieses Livestreaming, dieses Crowdplay, warum ist das noch nicht so richtig angekommen? Also hast du das für dich als Trend schon oder ausgemacht? Also weiß ich auch nicht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es ist ja auch für mich total neu, ne? Man muss sich überlegen, ich streame jetzt aktiv selber erst seit 8 oder 9 Wochen. Ich bin Partner seit 7 Wochen und bin jetzt, man hat das vorher mal konsumiert, aber nicht so richtig dran teilgenommen. Also jetzt, wo ich dran teilnehme, also wo man auch mal richtig mitschreibt und selber Sachen guckt und so, kriegt man nochmal ein ganz anderes Gespür dafür. Und ich könnte mir vorstellen, dass es doch noch immer ein relativ neues Medium ist und sich einfach viele damit noch gar nicht so auseinandergesetzt haben. Ich denke, und die Zuschauerzahlen belegen das ja, also es ist ja auch total, mir kommt es ja jetzt schon so vor, wenn ich irgendwie was im Fernsehen gucke, dann suche ich schon fast den Chat, ja. Ist Oh, das hier kann man gut gar oder nicht ist das schlecht? schreiben. Kommt auf den Chat an, Ja. glaube ich. Ja. Das kommt drauf, genau, es kommt A auf den Chat drauf an und das, was du gerade guckst, ja. Also bei Game of Thrones passiert es mir jetzt nicht so oft, Okay. dass ich den Chat suche. Und schreiben will, nein, du musst links gehen. Nee, aber das ist ja eine Art von Medium, das noch irgendwie verhältnismäßig neu ist und dann tummeln sich da auch noch nicht ganz so viele, dann gibt es auch noch nicht ganz so viele Experimente. Ich glaube ich kenne jetzt zum Beispiel jemanden, der versucht gerade, ich glaube, seine Bachelorarbeit über das Thema zu schreiben. Also man sieht jetzt schon, dass es irgendwie am Kommen ist so. Also ich denke, wir sehen da demnächst noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe da auch schon ein paar Studentenprojekte mitbekommen, also à la Worms gegeneinander spielen und alles halt übers, ne? Die Munition kriegt man dann darüber etc. Also ich finde das auch extrem spannend auf jeden Fall als Thema. Ich würde Folgendes vorschlagen, weil ich mal kurz austreten muss. Wir machen mal eine kleine Werbung, Andi und liebe Zuschauer, und sind dann aber auch gleich wieder da. Ist das in Ordnung? Und dann spielen wir Keep Talking oder was wollen wir dann spielen? Ja, wenn du dein Wahnsinnsexperiment machen willst, dass die Ja. Leute im Chat das Handbuch haben und ich versuche, den Chat zu lesen und du nicht und dir mitzuteilen, was die schreiben, das können wir probieren, aber ich glaube, das wird in einem absoluten Chaos enden. Ich glaube auch, dass es wird in einem absoluten Chaos enden. Ja, ich würde vorschlagen, wir überlegen das mal gleich in einer ganz kurzen Werbepause. Liebe Kollegen, vielleicht könnt ihr kurz übernehmen. Werbung machen wir und dann geht es aber auch gleich weiter hier mit unserer gemütlichen Session Industrie Skyparama mit Andreas Suika, dem Twitch-Profi. Das ist so gemein, Du bist so lustig, ey. ne? Das macht dir Spaß, Ja, ne? ein bisschen, alles klar. Also, bis gleich, 5 Minuten. Bis gleich.